Einfach mal bei Händler gucken, oder? Wegen. Wegen Motorrad. Das wäre cool, wenn da alles Doch, rumstehen die kannst du teilweise kaufen für 15.000 irgendwas oder 20.000 teilweise. Ja, für Naja, Unsummen. aber Für Unsummen. wegen die Säure meine ich. Naja, ich gehe jetzt sowieso gleich zum Händler, wenn ich jetzt irgendwann mal zu Hause angekommen bin und mein Kram leer habe, weil ich bin überladen. Nee, echt? So richtig, Gibt's ja mit gar nicht. Schmackes. Also, das ist ja. Wie gesagt, ich hole nochmal die Schmiede und dann ist sie auch weg. Dann haben wir da nichts mehr rumstehen. Genau. Dann kann die auch auf dem Platz und auch schon mal, ne, bisschen Gas geben. Richtig. So, wo setzen Und wir an dann. unsere Felder hin? Was machen wir damit? Ach, stimmt. Ach, Mist, was machen wir da damit? Kann Zum man rein theoretisch. Nee, da würde ich nicht immer. Was ist draußen? Ja, Ich genau. setze sie ja Ein draußen irgendwo hin. Ja? Bisschen weiter weg vom Haus, weil wir noch ein bisschen drumherum bauen müssen. Genau. Dass die Horde die nicht kaputt rennt. Erstmal das und Ja. dann wir müssen auch noch ein bisschen was drumherum bauen. Also, ne? Und wenn du die da, genau, wenn du die so Ich 10, weiß ja. 12, 20 Blöcke weg hast von uns, Ja. dann ignorieren die die Dinge auch komplett. Richtig, weil wir brauchen, wie gesagt, wir brauchen ein bisschen Platz, weil vor allen Dingen da kommt irgendwann Elektrik und dann haben wir vielleicht, wer weiß, ne? Wir müssen auch die Genau. Gräben noch bauen. Wir brauchen ja drei Gräben. Da kam ein Licht eben angerannt. War echt? Also, laufe ich mit Fernlicht rum. Habe ich dich geblendet? So. Hoffentlich nicht. Oh, ist ja ein Licht abgegangen. Ja, mir ist ein Licht aufgegangen. So, ich setze einfach mal hierher. Hier müsste eigentlich Weite noch weg sein. Ja, hierher hört es gut an. Das passt, ja, passt. So, dass wir noch sehen, wo sie sind. Du bist hier unsere Chefbiologin, du wirst ja schon richten. Agrarwissenschaftlerin. Oder so, ja. Das klingt noch Stimmt. besser, ne? So. Ja. Logisch, macht auch mehr Sinn. Oder Techniker? Nee. Das klingt wichtiger. Gartenumse. Gartenumse. Ich glaube, den kriegst du nur noch hartgekochte Eier. Ah, ja, das war's. So, machen wir gleich mal alles dran, was wir haben. Oh Gott, ich muss auch morgen noch zu meiner Mutter. Oh. Da muss ja bis am Arsch, da muss ja fast in deine Richtung dann fahren. Bin, ja doch, glaub, der Punkt, ja doch, kommt in deine Richtung langsam. Sind wir offline noch oder Nee, bist, nee, seid ihr noch am wir sind online. noch ohne Line? Ja. Dann werde ich jetzt nichts sagen. Ich will ja jetzt keine Standorte hier raushauen, wenn wir online sind. Nee, das halten wir schön offline, ne? Ja. Ja, Also, wenn wir ja. lästern, dann schalten wir ab hier. Eben. Unseren Lästern. Genau. Das könnt ihr ja auch bei Twitter lesen, naja. So. So, und es geht los. Einräumen, einräumen. So, gut. Das kann weg, das kann eingeschmolzen werden. Messing, das kann weg. Ach, diese schönen Türen. Bastelkram. Halt. Nee, hier. Ach so. Alles gut. Naja. Alles da? Alles gut. Der Auto habe ich nichts. Elektrokrams. Oh, die Bäume schießen aber ganz schön Kabolz hier. Oh, Naja. okay. Wildwuchs oder Wildfall? Midi.
Was ist das? Wenn du es umgehauen hast, weißt du? Mhm. Die überschlagen sich wieder. Ach. Ja, bei mir vorhin auch schon beim Fällen. Da hat es mir die Wurzel einmal quer durchs Gesicht gezogen. Nee, noch nicht gehabt. Also bis jetzt noch alles gut. Da. Das Gammelfleisch mach bei deinem Essen wieder rein, oder? Schlumpine? Guck mal in die zweite Kiste, die da hängt unten von den kleinen Kisten. Da sind die Samen und das Gammelfleisch drin. Ah, okay. Wieso hast du da das leckere Brot drin? Wie ist das mit dem grünen Rand? Ja, no. Ist ja noch gut. Kann man drum rum essen. Fertig. Ja. Ja, ne? Oh Mann, oh. Schrotblinde. Na komm. Oh, was? Hat das Spiel verlassen, Schlumpfine, wieder mal. Ja, Netzwerk-Timeout. Ist das schon wieder soweit? Geht wieder los. Nee, das ist eigentlich doch ein bisschen zu früh. Da geht es wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, ne? Hat ja irgendwas gefehlt. Ja. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Das Spiel, also das ist doch kurios. Ihr müsst echt mal eure, also, ne? Ihr müsst mal die Boxen mal updaten. Ach, verdammt. Da war doch was. Ja, bei mir passiert das ja nicht. Das passiert ja nur bei ihr. So. Ja, komischerweise. Schmiede. Wie gesagt, sie kann mich auch, wie gesagt, bei mir gar nicht zusehen, wenn ich mal zocke oder sowas. Alle anderen können da rein, ohne Probleme. Ich habe ja kein Passwort drin. Warum nicht? Das ist ja kurios. Ich habe auch nichts eingestellt oder sowas. Ich habe nochmal extra nachgeschaut. Das ist komisch. Wobei, Schumpine, ich glaube, das hast du ja letztens ja schon gesagt, du kannst auch einfach mal rein joinen oder sowas. Das ist kein Problem. Latsch mal ein bisschen rum, guckst dir mal alles an, stirbst mal ein bisschen mal, wenn du willst. Ja, ne? Ja, das mal angucken wollte, wenn du diese Mod spielst, weißt du? Ja. Was für eine Mod spielst du denn? Ich spiele eine Mod. Die wie hieß sie nochmal? Age of Oblivion. Genau. Na, okay. Die ist gar nicht mal so schlecht und vor allen Dingen, die fordert wirklich. Okay. Das Spiel mag mich nicht. Ach Mist. Ich muss jetzt mal Holzhacken gehen. Da gibt es alle möglichen Tiere auch. Schweine, Pferde, Rinder, Spinnen, groß und klein. Mhm. Oh, wie großartig. Ja, dachte ich mir auch. So, ich mach mal jetzt hier. So. Mach ich mir jetzt mal eine Kiste. Bist du auf mich zum Händler oder was? Ich tue mich gerade ausräumen. Oh, Schlumpfine spielt 7 Days. Guck mal. Kriegt ihr gerade Bescheid? Wenn ich jetzt leer bin, gehe ich zum Händler, ja. Wo haben wir denn die Munition? Wo war die denn da? Zack, zack. Hatten wir auch eine Werkzeugkiste? Nee, ne? Nee, Werkzeugkiste? Nee. Was war das für ein Baum? Mein Gott. Okay, dann mache ich da rein. Ich habe noch einen Clownhammer gefunden. Ich weiß nicht, wofür, aber irgendwas hat mir den gebraucht. Ich schmeiß das Werkzeug bei in der Waffenkiste mit rein. Ach so. Waffen und Werkzeug habe ich da. Da habe ich das Werkzeug mit reingeschmissen. Ah, okay. So, habe ich alles so. Weg. Mal gucken.
Jetzt muss ich erstmal was trinken. Bevor ich jetzt wieder losrenne, ohne mich voll zu futtern und beziehungsweise zu trinken. Jetzt bin ich jetzt 57. Gibt's nur wieder Ärger. Und pass schon auf den Weg auf, ne? Auf dem Weg? Naja, du musst ja quer durch die Stadt. Ich muss komplett durch die Stadt. Warten wir nicht mehr? Was denn? Ich dachte, wir hätten mehr. Mehr halt. Was denn? Für den Händler. War da nicht ordentlich Schwung hier Geld? Also auch hier Scheine? Ja, das Geld schon, aber ich dachte auch so Materialien wären mehr gewesen. Aber okay. muss man die Kiste gucken? Unsere Bäume um. Was? Hinten da läuft einer, da ist ein Zombie, der hackt unsere Bäume um. Gibt's ja gar nicht. Also ehrlich, doch. Gleich umlegen den Volk. Wenn die auch jetzt Bäume klauen hier. Unglaublich. Hoffentlich setzt er da hinten welche der neue Samen hin. Und, oh, der hat mich ja fast erschlagen. Du Händler, wo bist denn du? Ach Gott, der ist so klein auf dem Kompass da oben, dass er schon kaum zu sehen ist. Warte mal, was haben wir denn hier oben? Eisen, 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 Eisen ohne Ende. Ja, so langsam müssen wir uns am Buddeln machen, ne? Ja. Ich mache mich gleich mal dran. Ich sammle gerade ein bisschen Holz für die Schmieden, dass die dann wieder in Gang sind. Ich habe nicht ein Krümel Holz mehr. Ich latsche gerade hier unter den Baum durch und da liegen da tatsächlich drei Zombies im Boden rum. Mhm. Liegen im Boden rum? Ja, die haben da gepennt. Alter, das ist ja nicht zu wassern. Warte mal. Zusammen? Alter, was ist hier los? Also diese Wendeltreppe, ne, ist schon schön, aber weißt du was? Siehst du, mir ist das Blatt spannend. Oh, warte, was? Achso. So, wo habe ich das? War hier. Da. Gleich mal ein paar Nester hier plündern, was wir so finden. Oh, wieder ein Ei. Eieiei. Ei, ei. Das war gut. Eieiei, es ist mir gut. So. Hier ist denn tatsächlich, die haben hier Wäschestangen mit Wäsche drauf. Ich glaube es ja wohl nicht. Ja, aber was? Was? Das ist neu. Definitiv neu. So, brenne. Junge Frau, darf ich mal ganz kurz Ihren Ausweis sehen? Sie sehen noch ein bisschen zu jung aus für diese Lokalität hier. Na, wo treibst du die wieder rum? Ach, ich habe gerade einen Zwischenstopp gemacht hier, weil da gerade so eine hübsche Leiter war und da dachte ich mir, ach, guckst du mal rein? Ja, wenn schon da ist, ne? Wenn man den schon mal hier rumeiert, ne? Ja, klar. Klar. Ich brauche noch mehr Holz. Alter, ich brauche noch mehr Holz. Da geht auch so viel Holz weg. Ui, wo bist du denn? Zu Hause. Wer? Okay, dann nehme ich mal ein bisschen Holz rein. Ach so, da ist zu, stimmt. Wo hast du denn die... Da hinten bist du. Wo hast du denn die... gesetzt? Wo sind die... Hier hinten habe ich sie gesetzt. Die sind weit genug weg. Ach, da hinten. Da ganz hinten. Gott, das ist weit weg. Das ist großartig. Aber da stören sie nicht. Nee, genau. Wie machen wir das hier mit der... Mit der Hütte. Da unten ist ja eigentlich nichts mehr, ne? Aber weißt du was? Eigentlich ist das. Hier kann man auch nicht Steine abbauen. Weißt du was? Kilowatt. Lege ich einfach mal schnell Holz darin. So.
Ja, also, nicht? Aber Federn werde ich weiterhin mitnehmen, oder? Ja, das ist gar nicht verkehrt. Ein klitzekleiner Hinweis, guck mal auf der Karte, wo ich gerade stehe. Mhm. Sehe ich nicht. Zement, ich stehe genau vor noch einer Zementfabrik. Echt jetzt? Ja. Ja, dann markiere die einmal und sag hier Zement 2 von mir aus. Dann wissen wir, dann ist das ganz cool. Das ist ja um die Ecke. Eben. Das ist ja um die Ecke. Da ist auch noch Zementzeugs drin ohne Ende, aber das sammle ich jetzt nicht, sonst komme ich nicht voran. Nicht? Nie. Alter, jetzt muss ich da selber hinlaufen, das holen, das glaubst ja nicht. Ich lauf da mal hin. Ja. Lehrer, muffig auf unseren Rucksack. Ist nichts drin, wa? Da auch nicht. Lädst du mich bitte mal wieder ein, so war? Ja, natürlich. Entschuldigung, nicht gesehen. Ich muss doch nach Hause laufen, ich glaub's nicht. Genau. Gut. Ich krieg einen Drehraum. Mann, nur. Also in die Stein und so weiter Kiste habe ich Dings reingelegt, Holz. Ja, super. Das ist wie gesagt für die Schmieden, damit die immer schön in Gang bleiben. Ich habe die nochmal wieder vollgehauen, aber ne. Oh, diese blöden Lautsprüche ausgemacht eben. Wie das ist. Doch geht. Ich muss mir schnell mal ein bisschen Holz klopfen hier. Oh oh. Oh oh, das klingt nicht gut. Irgendwas ist runtergefallen, ich hab's genau gehört. Ja, macht ja nichts. Solange nicht der Zeh ab ist. Ja. Das ist eigentlich mit eines der schönsten Erlebnisse, wenn man aufsteht morgens früh, am Tisch vorbeiläuft und sich den kleinen Onkel da richtig macht. Ja. Daran schneller kannst du nicht wach werden. Dann bist du garantiert wach, ne? Ja. Aber sowas von. Der ist der Tag aber auch schon wieder gelaufen, ne? Dann war es das erste Mal. Wehe dem, es läuft mir dann an über den Weg. Auch Messing kann ich nicht liegen lassen. Oh, hier ist ein Bauernhof. Bauernhof ist schlecht. Ah, musste wie sie aufpassen. Diese ganzen Köter immer. Und die Schweinchen nicht zu vergessen. Na gut, die sind echt übel. Sehr nachtragend. Oh, oh. Oh, Mist. Drops. Schön, aber der ist bei euch. Ja. Der ist irre weit weg. Da brauchen wir ein Motorrad für. Ja, ich rede jetzt mal mit dem Händler, ob er mir jetzt endlich mal so ein bisschen Säure und Stahl gibt und dann. Ich geh mal hin. Geh da mal hin, genau. Ich geh mal gucken. Bitte was Gescheites drin haben. Ist ja bestimmt. Bestimmt. Vielleicht die Säure, die wir brauchen. Wäre ja nicht schlecht. Ist ja nur eine. Ja, aber für Räder brauchen wir ja auch Säure herstellen. Hier ist ein Bauernhof. Soll ich da reingehen oder nicht reingehen? Geh rein. Hey, dräng mich nicht so. Immer Rinder. Oh. Mir Rinder. Pilzsamen ist nicht schlecht. Geh mal Rinder. Ich geh da mal rein. So. Ja, dann los. Da, Freunde. Ich bin der Nachbar. Ich wollte mich mal vorstellen. Ich klopf mal ganz vorsichtig an die Tür. Du hast Brot und Salz dabei, sonst sind sie ein bisschen angepinkelt. Noch ein Nest. Hauptsächlich Federn drin hier. Könnte schon wieder.
Aber der Mod ist aber auch nicht anders da, also eiermäßig. Aber Essen, also Frischfleisch, Alter, da findest du da ohne Ende. Aha. Selbst die, da gibt es kleine Spinnen, die ziemlich mistig sind, die bringen dir gar nichts außer Ärger. Und dann gibt es große Spinnen. Kriegst du aber ein bisschen Fleisch raus? Da, bei den großen Spinnen ja, bei den kleinen Spinnen kriegst du gar nichts. Die gehen dir nur tierisch auf die Nerven. Ach da. Ich dachte, ne? Wo ist er denn? Ein Bekannter von mir wollte eigentlich mit mir spielen. Der hat das hat reingeschaut und hat dann gemeint, nö, ist mir zu schwierig. Oh, okay. Konnte ich eigentlich nicht ganz nachvollziehen. Aber na gut. Naja. Hallo Safe. Jetzt hast du deine Dietrich nicht mit. Oh Mann, du. Den klopfen wir nach eben auf. Mach's ihm einmal. Hey, bist du irgendwo reingelaufen schon mal, oder? Nee. Na Kamerad, was hast du denn für ein Problem? 13:17 Uhr. Nummer zur Info. Ja. Ich bin ja schon fast beim Händler. Wenn ich nicht hier an den Nestern etc. stehen bleiben würde, wäre ich auch schon längst da. Dann musst du dich einfach mal zwingen und stehen, nicht an stehen Nester bleiben. An Nester vorbeizulaufen? Nee. Er kann es doch auf den Rückweg machen. Na, da komme ich ja vielleicht gar nicht mehr lang an dem Weg. Ja, könnte auch sein. Und wenn irgendwie ein Müllbeutel auf dem Weg liegt, dann muss ich auch reingucken. Und wenn da was Wichtiges drin ist, wie Messing oder so, dann kann ich nicht liegen lassen. Geht einfach nicht. Nee, das habe ich versucht, aber nicht. Nee, geht nein. Ja nicht. Nee. Wie jetzt zum Beispiel habe ich jetzt gerade zwei Kartoffelsamen gefunden. Die sind wichtig. Ja, ach, guck. Ganz toll wichtig. Nein, dich greife ich jetzt garantiert nicht an. Was? Das Schweinchen hat mich gerade so angeguckt. Ich will nur spielen. Ja, ne? Mal guck dir mal ein bisschen kuscheln. Wer war denn hier beim Händler und hat die Tür aufgelassen? Pressure. Ich nicht. Nee, 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 nee. So, wo ist er denn, der Drops? Rezept Heidelbeeren. Brauchst du das oder brauchst du das nicht so? Ist nicht so wichtig. Bring es mal mit. Ich schleppe es mit. Wohnzimmer. Mist. So, mein Freund. Wir brauchen deinen Stahlkrempel. Ich glaube, wo ich hier bin jetzt, ist Kartenende, weil da ist ganz viel Wasser. Water. Stahl. Ist der Kartenende? Ja, da scheint ganz viel Wasser. Kann aber nicht sein, da ist noch eine ganze Menge nach. Warte mal, ich gehe mal bis hin. Besser behandeln. Da muss ich einen Punkt reinsetzen. Oh, keine Zeit. Der Kamerad ist teuer. Okay. Er hat 32 Stahl. Okay. Für 4560. Boah. Ja. Okay. Ich habe zwar schon einen Punkt drin, aber das reicht natürlich noch nicht, aber wir brauchen es ja. Ja, was Mut hat Mut. Was Mut hat Mut.
Also hier ist Kartenende, nehme ich mal an. Okay. Weil hier ist nur noch Wasser. So, aber wir brauchen ja auch noch das Essigzeugs gerade. Essig? Allgemeinsch natürlich. Ja. Auch der hat Klebeband, hat er. Am Horizont überall Wasser. Horizonte, Horizonte. Warum hast denn du sowas nicht? Ein Blasebalg hatte 4.400. Uff. Für wie viel? Für 1.400. Hat er nichts zum Lesen? Zum Lesen? Doch, hat er zwei Bücher hat er. Oh. Oh, eigentlich sogar drei. Das eine ist Bauplan, Tragschrauber, Fahrwerk, aber das ist ja jetzt noch nicht so. Aber bei den Büchern hat er einmal Kneipenschlägerei, Band 4 und den Grundausbildung zum Feuerwehrmann, Band 7. Weißt du Bescheid, aber wie gesagt, die sind sehr teuer, die Bücher. Okay, also muss man erstmal da ein Pünktchen reinkriegen. Ja, ich habe einen Punkt schon drin, aber ist ja dadurch auch schon ein bisschen billiger geworden, aber leider nur ein bisschen. Was ist mit hier Chemikalien? Hat er sowas da oder gar nicht? Nein, ich habe alles durchgeguckt, der hat nichts. Genau. Habe ich mir auch gedacht. Und wir haben, glaube ich, auch nur einen Händler, ne? Wir haben nur einen Händler. Ja, wir wollten doch in die andere Stadt wegen... Zweiten Händler, ne? Ja. Da muss man aber früh loslaufen. Das Dumme ist ja, der andere Händler ist jetzt genau auf der anderen Seite von der Stadt, ne? Ja, ich bin ja gerade unseren Händler hier. Ja, aber die andere Stadt ist gar nicht so weit weg. Wo Ruche jetzt ist, ja. Die ist weiter im Norden hoch, ne? Bist du schon fast in einer anderen Stadt drin. Die ist ziemlich dicht bei. Ach, da war ich noch gar nicht, siehst du? Ja, guck. Da kommt mir ein Schweindel entgegen hier. Welches Schweindel hättest du denn gern? Richtung, was hast du gesagt? Ja, genau, Richtung Norden, ne? Ja. Ach, ich latsch mal hin. Vielleicht schaffe ich das. Vielleicht auch nicht. Ist ja noch früh am Tag, ne? Ja, im schlimmsten Falle bleibe ich irgendwo auf dem Dach die Nacht oder so. Scheiße. Ja, da wollten wir letztes Mal schon los und gucken wegen Dings, ne? Wegen Händler. Die sind aber nicht weit gekommen. Ah, da ist sie, die Stadt. Nee, wie gesagt, kann mich auch im Zweifel, kann ich mich irgendwo aufs Dach hocken und kann das aussitzen die Nacht. Das ist ja nicht so dramatisch. Salatkorb, was es nicht alles gibt für ein Kram hier, das ist irre. Ich habe in meinem Singleplayer habe ich sogar das erste Teil für die Drohne gefunden. Aha. Irgend so ein Mod-Teil. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, was das für eins war. Oh, Hund! Hund! Böse Hund! Oh, hat mich nicht gesehen. Uff. Ich nehme mal lieber die Waffe in die Hand. Oh, die Stadt ist aber, oh Gott, die ist aber groß. Ist sie? Uff. Also was ich jetzt bis jetzt so sehe, ja, ist schon... Lohnt sich's. Ja, wenn du den Händler findest, ist das schon die Hälfte Miete, halbe Miete. Ja, eben. Warst du denn schon bei der Zement, bei der neuen? Ja, ja. Nee, ich bin vorbeigelaufen, bin noch nicht ganz da gewesen. Mann. Okay. Ja, markiert hatte sie ja. Hallo Hase. Was denn? Heule reparieren. Der bewegt sich gerade ganz extrem zackenhaft. Was ist da denn hier für ein Gang? Könnte der Händler sein. Junger Mann, können Sie mir mal den Weg zeigen zum Händler? Seien Sie doch mal so nett. Unhöflich, ja.
Wenn ich mal. Wart ihr denn überhaupt schon in der Stadt oder nur? Nee, wir sind nicht so weit gekommen. Ach so. Hier steht einer und rührt sich nicht. Da war bestimmt ein Bus. Ah, okay. Liegen bleiben. Ich darf nichts mitnehmen. Ich will nicht mich überladen. Na toll. Ich kann schon nicht mal weit gucken, weil alles neblig ist. Klasse. Ich bin in der Scheune. Gefährlich. Ich habe das Gefühl, hier ist ein Hund. Ich habe Durst. In so einer Scheune könnte auch schon mal ein Wolf sein oder so. Ja. Denk nicht mal so positiv. Genau, immer positiv denken. Oh. Muss denn jetzt dieser blöde Nebel sein? Kann ich gar nicht so weit gucken. Könnte ich mal auf dem Dach gehen? Da waren sie wieder. Es gibt sie noch. Ja. Wir haben sie doch vorhin schon gehört, bei der Horde. Aber wir hatten schon Angst, da waren keine mehr. Ja. Du hast gerade, ja, stimmt, du hast gerade vorhin gesagt, da ist die was hast du gesagt? Warte mal. Genau, da ist die Polizei. Und dementsprechend, in dem Moment sind die ja vorbeigefahren bei ihm. Die ist ja komisch, dass wir die immer erst um die Uhrzeit abends rumeiern, ne? Ich mach, stimmt hier nicht. Hier ist kein Köter, nix. Kein Wuffi, nix. Schlimm ist, wenn du in irgendeine Hütte reingehst und du hörst nichts und du siehst nichts. Da musst du immer aufpassen. Könnte denn der Händler sein, ja. Kein Wuffi, nix. Gar nix. Tote Hose. Ja. Ich fürchte, gleich kommt der irgendwo angerannt. Soll man spielen? Wenn du nicht mehr dran denkst. Ja, genau. Hier ist ein. Was ist das, ein Bauernhof? Ja. Was ist das denn hier? Wächst ein Baum hier mitten rein oder was? Ist ja furchtbar. Ach, ich hasse diesen. Na komm. So, jetzt. Fleisch. Eier. Oh, hier gibt es auch ein Autokino. Ich habe die Schlossknacker-Geschichte wieder vergessen. Ach Mist. Was hast du vergessen? Ach, die Dietriche. Klaus und Dietrich. Ah. Oh, Dietrich. Oh, Dietrich. Wo könnte der hin? Massenhaft Drogen haben die hier. Bisschen Benzin. Wo könnte der Händler sein? Oh, das ist cool. Bauplan Elektrozaun. Relais. Gleich mal lernen. Waffenteile und Mods waren in der Kiste. In den Drops. Ja. Naja, gut, besser als nichts. Ja, ja. Auch etwas, was wir brauchen können oder mehr so ein Spielkram? Warte mal. Ja, so ein Sichtbereich. Gewehr Zweibein-Mod braucht keiner. Halbautomatik-Mod. Ach so. Ich dachte, was Schlimmes. Und hier Gewehrteile, aber sonst. 17:47 Uhr, nur zur Information. Und die Folge ist zu Ende. Da sagen wir doch mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.